bei Belz und Gilberg in der Reihe Minimax erschien letztes Jahr, ich glaube in der 6. Auflage schon, dieses kleine Taschenbüchlein von Gerda Müller, Was war hier bloß los? Ein geheimnisvoller Spaziergang. Ursprünglich ist das Buch im Moritz Verlag erschienen und es gibt, wie gesagt, eine Taschenbuchausgabe bei Belz und Gilberg für 6,90 Euro. Gerda Müller, niederländische Kinderbuchautorin und Illustratorin, die in Paris arbeitet und lebt, ist die Grande Dame der Kinderbuchillustratoren. Ihre Bücher zeichnen sich immer durch einen realistischen Stil aus, durch eine Liebe zur Beobachtungsgabe des Kindes, zur Natur. Und dieses Bilderbuch kommt ganz ohne Worte aus. Hier gibt es eine einfache Aufforderung, geht den Spuren nach. Und wir sehen hier immer auf einer Doppelseite eine Szene und die Fußspuren erzählen die Geschichte. Und natürlich auch solche kleinen Details wie dieses zerwühlte Bett oder die Sachen, die hier auf dem Stuhl liegen. Und nun setzt Gerda Müller in diesem Buch Stück für Stück mit einer Änderung des Blickwinkels die Geschichte fort. Und allein eben, wie gesagt, diese Fußspuren erzählen, was hier passiert ist. Und das Schöne ist an diesem Bilderbuch, das für Kinder ab 3 Jahre geeignet ist, die Kinder können es sich vollkommen alleine autonom erschließen. Sie sind nicht abhängig von einem Erwachsenen, der einen Text vorliest, denn allein nur die Bilder erzählen hier die Geschichte. Und Kinder sind noch sehr genauer im Beobachten von Dingen in Bildern. Und das nutzt hier sozusagen Gerda Müller im besten Sinne aus und das schärft, wie gesagt, die Beobachtungsgabe. Es ist eine Geschichte, hier kommen dann neue Fußspuren dazu, das ist natürlich ein Hund. Also es wird ein Kind sein mit einem Hund und die gehen jetzt raus. Und diese Fußspuren, die natürlich im Winter am besten im Schnee zu sehen sind, das hat hier Gerda Müller als Thema mit aufgenommen. Und dann sind eben so kleine Sachen, hier fliegt ein Vogel weg. Und dann geht es hier weiter. Und man sieht, dass dieser hier auch wieder die Elster hier auf dem Zaun sitzt und irgendwie nach hinten guckt. Und wahrscheinlich sind das ihre oder von hier, den sind hier die Fußspuren. Und da ist der Hund hingelaufen. Und hier sieht man, wie das Kind das Tor wieder zugemacht hat. Das Buch ist ganz in diesem Stile von Gerda Müller gehalten. Sie wählt sehr gerne so diese so eine szenische Darstellung, einfach in der, also klar und deutlich in der Bildkomposition, immer nichts ist überfrachtet. Gerne nutzt sie auch mal den Raum, den Weidenraum als Erzählmittel oder Stilmittel. Die Details sind gut eingesetzt, aber es ist auch nicht zu viel. Und alles ist sehr naturalistisch und realistisch, gegenständlich abgebildet. Und dadurch kommt keine Langeweile auf. Und diese Klarheit in der Bildsprache kommt diesem Werk natürlich zugute, denn man sieht hier, es wird ja immer mit den Spuren mehr. Das ist ein wunderbares Buch jetzt für den Winter, als anders auch mal mit den Kindern selber draußen zu überlegen, was sind solche Spuren erzählen, von wem stammen sie, was machen sie. Und wie gesagt, ein Buch, was die Kinder völlig alleine sich erschließen können, weil es keinen Text enthält. Empfehle ich sehr gerne Gerda Müller, Was war hier bloß los? Ein geheimnisvoller Spaziergang in der Reihe Minimax bei Belz und Gilberg erschienen und es gibt auch noch als Hardcover-Ausgabe im Moritz Verlag. Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen, wie gewöhnlich, von der Kinderbibliothek.